Ja, moin und hallo. Das hier ist ein ganz wichtiges Utensil in diesen Tagen. In der Zeit vor Ostern haben wir mit ein paar Schwestern zusammen uns jeden Abend auf den Balkon gestellt und haben Musik gemacht. Und im Laufe der Zeit haben wir mitgekriegt, wie viele Menschen darauf gewartet haben, dass zu dieser Zeit immer Posaunen- und Trompetenklänge erschallt sind. Das ist auch eine Form von Verkündigung, die dort geschehen ist. Jetzt, in der Zeit nach Ostern, haben wir unser Repertoire ein wenig geändert. Christ ist erstanden, gespielt von mehreren Trompeten, Posaunen. All das schallt jetzt über unser Dorf, oh nein, über unsere Stadt. Und es ist berührend festzustellen, was es den Menschen bedeutet, das zu hören, diese Form von Gemeinschaft auch zu leben und diese Form von Verkündigung auch zu leben. Insofern, das mag nur ein kleines Element in diesem ganzen Großen sein, wo wir uns als Kirche bemühen, die Botschaft weiterzutragen, sei es digital, sei es von Herz zu Herz, sei es im Gespräch. Musik ist eben auch ein Bedeutungsträger. Insofern ermutige ich euch alle nachhaltig, greift zu euren Instrumenten, findet euch auf den Balkons zusammen, macht zusammen Musik. Christ ist erstanden, Nummer 99 im evangelischen Gesangbuch, ist ein wunderbares Lied, was man gemeinsam musizieren kann. Kommt gut durch diese postösterlichen Tage. Gott möge gut auf euch alle aufpassen.